Günther Burkhardt von Pro Asyl. Er spricht über das Recht auf Leben, Recht auf Schutz und Asyl und Recht auf einen Rechtsstaat. Günther Burkhardt. Ich sage bewusst, liebe Bürgerinnen und Bürger in Europa, uns geht es nicht nur um Berlin, um Bayern, um Deutschland. Wir stehen an der Schwelle, dass wir für Menschenrechte in Europa kämpfen müssen. Und das entscheidet sich an dem Asylrecht. Und deswegen doch zu diesem Thema. Wir stehen an der Kippe. Wenn Menschen im Meer ertrinken und niemand sie rauszieht, wenn sie in Elendslagern an den Grenzen Europas festgehalten werden und wenn sie auch an der bayerischen Grenze gepackt werden, ins Flugzeug ab nach Griechenland, ohne dass ein Anwalt dazwischen kommt. Und auch mal in den politischen Raum rein. Flüchtlinge, wer flieht von Krieg, Terror, hat das Recht, die Grenze zu passieren. Ja, diese Grenze ist und muss offen sein. Und es ist mir egal, ob dieses Recht von einem Politiker in Frage gestellt wird, der sich christlich nennt oder der scheinbar links ist. Wir wollen, dass Menschenrechte gelten. In Berlin, in München, in Europa, auch auf Lesbos, auch auf dieser Insel, die fast mein zweites Zuhause geworden ist. Und es wird gefährlich, brandgefährlich, wenn die Parolen der Rechten übernommen werden oder wenn sie eine Regierung sind, wie in Rom, wo ein Rechtsextremist regiert, oder wie in Österreich, wo es auch gefährlich wird. Aber so richtig brandgefährlich wird es, wenn hier in unserem Land demokratische Politiker die Parolen der Rechten übernehmen. Das kann zum Flächenbrand werden. Und wenn ihr jetzt klatscht, ist das prima, aber ich will von euch mehr. Ich möchte, dass wir eine Brandschutzmauer bauen. Ihr seid der Feuerlöschzug der Zivilgesellschaft. Von hier aus muss ein Aufstand losgehen. In Berlin, in Europa, für die Menschenrechte, gegen Rassisten, gegen die Rechtsentwicklung. Ich habe mich gefreut, als der Außenminister sagt, komm zu dieser Demo. Ich will mehr von ihm. Er muss dafür Sorge tragen, dass Deutschland nicht mehr diese Bande von der libyschen Küstenwache Finanzierten ausbildet, die die Folterlager zurückschickt. Wenn wir reden, merken Flüchtlinge, die sitzen woanders, nicht in Deutschland, die sitzen in Moria, auf Lesbos, in dem Zeltlager, im Dreck, im Schlamm, wo sie zurück sollen in die Türkei, ohne dass jemand fragt, warum sie geflohen sind. Das sind rechtsunwürdige Zustände. Das wollen wir nicht und wir wollen nicht diese Lager. Weder vor Europas Grenze, noch an Europas Grenze und erst recht nicht hier in unserem Land und auch nicht in Bayern. Auch das gehört dazu. Lager sind das Symbol von Entwürdigung, Entrechtung, von Isolierung. Da versinkt der Rechtsstaat im Schlamm. Dort ist der Unrechtsstaat, wenn ich Menschen ihre Rechte beraube und wenn kein Anwalt mehr dazwischen kommt, um das Handeln der Behörden zu kontrollieren und vor Gericht zu verhindern. Und deswegen, liebe Freundinnen und Freunde, streite ich für ein Asylrecht, was heißt Schutz vor Zurückweisung an den Grenzen, Recht auf Asyl. Aber das reicht uns nicht aus. Wir wissen, in ganz Europa sind die Rechtspopulisten auf dem Vormarsch. Und wir gehen heute glücklich nach Hause, weil so viele hier waren. Okay, unteilbar. Aber wir müssen uns aufteilen. In jeder Stadt in Deutschland, in Europa muss es solche Demonstrationen geben. Morgen wird in München gewählt, in Bayern gewählt. Dann kommt Hessen. Und dann wird es wirklich ernst. Während des Europawahlkampfes wird die Rechte hetzen. Hetzen auf dem Rücken von Flüchtlingen. Und da erwarte ich von euch, dass ihr aufsteht, dass ihr weitermacht, dass wir einstehen, unteilbar für die Menschenrechte. Ja.